So, hallo, wir sind Hoffe. Und Jasper. Niemand kennt dich mehr. Ja. Wir haben die Zeit ohne dich mit Nonsens verbracht. Erfolgreichen Nonsens, aber Nonsens. Jetzt bin ich wieder da, um für Ordnung und Ruhe zu sorgen. Blatzern? Hier Ist ein kommen halber wir. Ticket wert. Ich glaube, hier kommen wir auf unsere Konsensen. Sagt man so, oder? Kosten? Nee, Einigung. Ich meine, irgendwie ist alles nicht besser als der da. Ja, wahrscheinlich. Sirene wäre es eine gute Karte, ne? Aber. Ja, also, Nee. witzigerweise nehmen würde ich irgendwie den, den und den. Und dann können wir auch einfach den nehmen. Ja. Als Ausgleich. Das geht auch noch. Aber der Rest ist irgendwie crap. Insofern nehmen wir einfach das, weil das ist nicht crap. Und nehmen jedes Mehrvolk. Oh, wait. Moment of Craving ist eine gute Karte. Ja, doch die einzige Karte, die gut ist. Ja. Na, ich meine, ich mag den Squashball, klar. Ja, aber er ist ja gut. Also ist halt schon so ein bisschen nicht gut. Er ist okay. Okay, aber Moment of Craving ist definitiv besser. Wow. Witzigerweise sind hier merkwürdige Sachen passiert. Also, meiner Meinung nach ist das die zweitbeste Ankamen Ja. und das die drittbeste Ja. Ankamen. Optimalerweise nehmen wir die zweitbeste über die drittbeste, was auch gut mit unserem Moment of Craving passt. Ja. Moment of Craving wir jetzt auch nicht sad drüber, aber naja, ich meine, ne? Ihr wisst schon. Müssen wir jetzt auch nicht drumherum diskutieren. Wir haben ja schon gezeigt, wie gut Golden Demise war. In den letzten Draft habe ich Golden Demise verbessert, indem ich es immer mit diesem Sabertooth zugespielt habe für 8 Mana minus 3 minus 3 zu geben. Hat häufig den Unterschied gemacht. So. Hier passiert jetzt nicht ganz so viel, ne? Nee. Wir merken, dass Grün und Weiß nicht besonders offen sind in diesem Booster. Insofern machen wir das, was wir auch beim letzten Mal schon gemacht haben. Und packen diesen Mistbinder in zwei Pool. Ja, irgendwie, ich würde entweder den nehmen oder das da. Oh ja, ich mag Mirni. Ja, der ist ein bisschen generisch. Ja, kann Insofern, man auch drauf den finde ich auch nicht so verzichten. schlecht. Wirklich? Der ist so eine Art Sale of Means für, Arme ja, für Erstarme, und dann aber dann, Reiche. es ist so eine Zukunftsinvestition. Ja, also ich habe mit dem auch schon mal 8 Treasures gemacht oder so, aber Mutiny ist eigentlich. Mutiny passt auch sehr schön zu Golden Mice. Ja, das ist korrekt. Also für später oder was? Ja, aber für vier Erst das, Mana dann kannst das. du. Ja. Ja, du kannst nicht. Erst das, dann das. Pirate's Bridge ist okay. Ist besser als man denkt. Macht halt 2 Treasures. Das braucht man, um die ganzen anderen Karten zu casten. Aber irgendwie die einzige Karte, die ich nehmen würde, ist dieses Hund-Pferd-Ding. Besser als Recover. Ja. Also ich glaube, ich nehme noch das Pferd. Vielleicht wheelen wir das Pillage, aber. Wir wissen ja auch nicht so ganz genau, ob wir rot sind oder nicht. Ja. Wir können jetzt so ein Land aufnehmen, das ist relativ free. Ansonsten so eine Mauer. Firebrand, vielleicht Lightning. Ja, Firebrand ist, passt halt überhaupt. Also es passt eigentlich ziemlich gut damit, ne? Kann man was machen. Oder Silex. Ich bin eigentlich kein großer Fan dieser Mauer, aber sie ist okay. Wir können nicht so ein Land mal aufnehmen. Ich meine, alles andere ist irgendwie Ja. eh egal. Vielleicht Vielleicht. eine Wohnung irgendwann mal splashen oder so. Ui. Hier ist noch ein bisschen Stuff drin. Soul of the Rapids, Crashing Tide, Evolving Wilds. Deathsplitter. Weil Deathsplitter natürlich nicht so schön ist mit Golden Demise. Nee, die Frage ist, ob wir eine von den drei Karten nehmen. Ja. Ich glaube, im Moment würde ich das Evolving Wilds nehmen. Die blauen Karten sind aber gut. Die Brown-Karten sind echt gut. Was ein bisschen absurd ist, weil wir haben ja bisher auch noch gar nichts Blaues gesehen. Ja, ne, insofern nehmen wir einfach Evolving Wilds und sagen uns, hey. Wir nehmen nicht diesen Tutor. Hä? Sicher? Der ist nicht so schlecht. Er ist nicht komplett im Spiel, wa? Aber wir haben das hier. Und dann nehmen wir noch das Gleaming Barrier Ding. Jasper stirbt hier gerade aus unerfindlichen Gründen. Ja, Schreibtische sind manchmal ganz schön schmerzhaft. Ja, es ist auch. Manchmal sind sie auch einfach cleverer als andere Leute. Also, wir haben unseren Pitiless Plunderer wieder bekommen. Willst du eher haben als das Blightning?
Ja, das Backen ist ja Crap. Ja, natürlich. So, hier ist nicht besonders viel. Wir können irgendwie den da aufnehmen. Später Moment of Triumph. Hey, wird noch ein pitiless Oh Plunderer. ja, großartig. Ja, jetzt können wir zumindest alles spielen. Außer die Sailor Na, Fish. aber nur wenn unsere Kreaturen sterben. Ne, die Nee. Crown. Ja, eigentlich, ja. Ja. Hast du den mal gespielt? Ne. Na, ich auch nicht. Ich habe ihn Leute mal spielen sehen, aber ich habe die große Ehre genossen, den noch nie spielen zu müssen. Auf der Proto haben irgendwelche Platin-Pros den dreimal im Decker. Interesting. Ich meine, mit 4 Removal ist der nicht so schlecht. Ich meine, er haut immer noch zu. Er erinnert so ein bisschen an Cobblebrute, bis auf dass er ein Mana mehr kostet. Ja. Und nicht in den Azure-Farben ist. Oder wie andere 3-5er, nur andersrum. Also hier, wie heißen die? Die typischen Also Chu-Hai-Kreaturen. ja, der Pillar, nein, nicht Pillar for Ox. Das, Der passt gut in unser Deck. oh ja. Oh, oh. Na gut. Ja, möge der Prophet zu uns kommen. Der ist auch gar nicht so schlecht, oder? Also als generelle Karte. Also alleine schon 4 Mana 2/4 fliegen würde ich, glaube ich, immer zocken, oder? Ja, das war früher mal Uncommon. Hm. Ja, Common war das nie, ne? Naja, doch. Und dann hat es auch noch Lifelink gehabt. Oh ja. Aber das waren auch so, das war auch das Format, in dem es zwei Commons gab, die komplett absurd waren. Na, das war halt auch eine von zwei Karten spielbar waren, oder? Ja, na, die beiden Commons, die so absurd waren. Alles andere war ja unspielbar. Für diejenigen, die nicht wissen, wovon wir reden, es ist Emerson Restored. Das war so ein Engel, der hat Lifelink, das stimmt, ja. Ja. Und was war die andere Kammentoffel? Der Alchemist, der bei Opfern den Haare zieht. Okay. Wie stimmt das nicht? Das, was 3-1-1er Humans macht? Mit Haste? Das war richtig gut, wenn man 4 Blood Artists im Deck hatte. Ja. Ich nehme mal den Seelot hier. Ja. Ja, sag, klär uns auf. Mistraven war eine sehr gute Ach Karte. ja, Mistraven. Auch ein 4-Mana-Flieger. Ja. Ich habe dieses schwarze Enchantment immer genossen. Oh ja, das war toll. Aber beide waren auch gut, ne? Es gab diese Rare Enchantment und es gab Ach so, dieses. ja, das Rare Enchantment war ja auch komplett gestört. Also das Uncommon hat, wenn du nur eine Kreatur hast, kriegt sie plus 3, plus 1 und Lifelink. Und, wow, ich meine, wenn man schlechte Kreaturen spielt, reicht einer. Also, das ist halt eine Kombo mit allen schlechten Kreaturen. Und die Rare war irgendwie, wenn du am Ende des Zuges Nur eine Kreatur hattest, kriegst du einen dann. 5-5 Dämon. Ja. Das war auch sehr frech. Das ist auch ganz schön frech. Puh, der ist gut. Aber eigentlich wollten wir nicht so viel Blau spielen. Aber ich meine, der ist einfach viel zu gut, oder? Na, es gibt auch nicht wirklich was anderes, was wir nehmen Das könnten, ist oder? ein Excusez-moi? Was Hast du nicht denn? gerade gesagt, wir wollen nicht so viel Blau spielen? Ich meine das wirklich ernst. Also ich denke schon, dass es der Marauder ist. Es passt natürlich eher weniger mit unserem Gold immer zusammen, obwohl mit dem Plunderer kriegen wir eine Menge Treasures. Irgendwie müssen ja unsere Kreaturen noch sterben. Eben. Na, der passt gar nicht so ungeil mit dem Golden Demise zusammen. Das nehmen wir doch, oder? Aber hier ist auch ein Bombard. Ein Bombard ist sehr, sehr gut. Ja, das stimmt. Das ist schon stark, aber ich glaube, wir wollen eher sowas haben. Okay. Ich meine, wir werden schon nicht daran sterben, dass wir keine Karten haben. Sagt Du er. kannst ja letztendlich, Ja, warte, dann spielen wir. ja, du kannst ja letztendlich immer mit dem angreifen und seinen 8-8er 0-1 machen und dann Golden Demise spielen. Den 8-8er. Ja. So, den spielen wir nicht. Wahrscheinlich nicht, ja. Ich kann uns den spielen sehen. Oder das da. Ja. Ich meine, wir haben so ein Land hier. Wir gehen also wieder in die Absurditäten rein, Das ne? ist nicht absurd. Der ist schon gut, der Der ist Pterodon, schon, ja, ist besser als alles andere. ne? Ist es jetzt das Sea-Legs? Ja, noch nur eine Soul ist nicht so geil. Obwohl, wenn wir
Mark of the Vampire nehmen, ist natürlich klasse. Ja. Ja, du hast mich überzeugt. Mehr Kombos mit unserem Golden Device. Ja, ich meine, irgendwo muss man halt mal auch Abstriche machen, ne? Ja, das nehmen wir auf jeden Fall. Ja. Da war unser Sailor, glaube ich, drin. Jetzt können wir so ein Ding hier nehmen. Release the Wind. Macht das irgendwas? Nee, nicht so wirklich. Wir können den blinken und noch eine Karte ziehen. Man könnte irgendwie Waternaut blinken, falls die Man Kreatur sowieso kann stirbt. den beschützen oder so. Aber ich glaube, das ist alles nicht besser als Silex. Das kann irgendwie ins Sideboard und das. Was spielen wir das jemals? Weiß ich nicht. Naja. Ja, vielleicht gegen mehrere 2-1er. So ist das, ja. Gegen so. Irgendwie so Mono 2-1er. Aber welche 2-1er blockt man denn damit? Du stellst Fragen. Ja. Ich höre, dass du nicht viele Antworten gibst. Das ist mein Job. Nicht viele Antworten geben. So. Ich hätte jetzt nichts gegen so einen großen Dino. Gegen Mark of the Vampire. Ich glaube, das Wichtigste, was wir brauchen, ist Mark of the Vampire. Das sieht doch ganz, ganz wundervoll aus. So die da drauf zu legen. Brrr. Oh ja, ihr Geld. Wusstest du, dass Foil Negate 6 Euro wert haben? Wie aus dem Set? Ja. Ganz schön viel, ne? Das war ja dann auch auf der Playmat drauf, ne? Von dem Grand Prix gerade. Die war ganz schön gefragt, die Playmat. Ja, jetzt Ne? gerade in Lyon. Ja, exakt. Ha, was ist denn mit dem da? Ganz schön großer Dino. Der ist ganz schön groß, aber den. Wir So haben. richtig geil ist der jetzt nicht. Ne. Wir haben Charter Cost, das ist okay. Wir haben Tormentor, aber angreifen tun wir eigentlich überhaupt nicht, außer mit dem Marauder. Wir haben noch nicht viele Vampires. Für den Deathless Agent, Ne. ja. Chardagos ist auch sehr gut. Ja. Würde ich, glaube ich, über dem Wir Avatar können auch das nehmen. hier nehmen. Ich meine, wir haben genügend Fixing. Das ist schon okay, oder? Wir haben schon eine Menge Removal und damit meine ich zwei. Ja, wir haben die, also wir haben drei, vier praktisch. Aber ich glaube, das geht sich schon aus. Ich meine, was würdest du sonst nehmen? Wahrscheinlich einfach Charter Course. Wir haben halt aber auch nichts, was wirklich angreift, ne? Ja, halt nur den Marauder und den Dust Legion Zealot vielleicht. Na, der kann schon mal angreifen. Ja, ich meine, Ja. die können auch irgendwie im Notfall angreifen. Ja. Aber das lootet zumindest. Ja, okay. Okay. Der ist doch gut. Der Kompass. Ist der nicht gut? Ich mag den total. Also Maedhros ist eine verdammt gute Karte. Ja. Wir haben zwar auch richtig gute Karten hier, aber Ja. ich meine, das holt Länder. Das ist ein Walk the Plank. Das sollte gehen, ne? Ja, Der ist halt auch richtig geil. der ist richtig gut, ja. Aber ist er besser als Walk the Plank? Die eine Karte ist gut gegen Mehrfolk, die andere ist Der nicht haut gut halt gegen auch Mehrfolk. zu, ne? Ja. Das ist schon was wert. Allerdings müssen wir dafür auch noch Goin spielen. Das ist schon so Doppelsplash. Ja. Töten wir so hoch genug? Wahrscheinlich schon. Wo sind denn die ganzen Mark of the Vampires? Der ist nicht so brauchbar, ne? Da ist ein Cutlass Wie viele drin. Spells brauchen wir? Vier? Na, Cutlass können wir doch nicht gebrauchen. Ich meine, Cutlass auf Sword of the Rapids oder Teardown? Ja, aber das kostet 5 Mana. Wir haben nicht mal einen Dino, der. Ist Cutlass so viel schlechter geworden? Man müsste kein Weiß spielen eigentlich. Cutlass ist schlechter geworden, auf jeden Fall. Ja, aber so viel schlechter? Spielen wir einen Dista? Also wir greifen ja nicht wirklich an. Geht so. Ich glaube, das ist okay. Wir können manchmal ein bisschen angreifen. Wir kriegen so ein Treasure. Ich würde, glaube ich, Wir haben auch kaum trotzdem eher den Kreaturen für Cutlass Cutlass. nehmen. Wir haben noch nichts. Naja, aber dann willst du angreifen. Mit Raid. Ja, die Karte macht ja ohne noch was. Ich glaube, wir Ja. wollen das. Nourishment. Ich glaube, wir wollen den. Ich mag das Nourish. Also ich habe das noch nie gemocht. Na, ist halt meh. Ja. Da ist auch ein Runaground, aber. One with the Wind. Haben wir Piraten, die wir wieder haben wollen?
Der da. Ich meine, wir können auch noch. Ja, ich glaube, das können wir irgendwie probieren. Besser als Cancel. Das ist ein Dino. Ey! Den anderen wählen wir wahrscheinlich nicht, ne? Willst du Booster draufsetzen? ja, keine Ahnung. Jetzt dürft ihr ja nicht mehr viel kommen. 23 Karten, das ist doch Kopf wie geschnupft, ne? Jetzt können wir sogar noch irgendwas cutten. Wollen wir irgendwas cutten? Vielleicht die Barrier, vielleicht das Pillage. Ja, das Pillage. Ja, wenn sie es jetzt schaffen, mit unseren zwei Drops anzugreifen. Claim Territory. Ne, das können wir irgendwie auf nichts legen. Aber wir nehmen es trotzdem. Hartes Pillage ist nicht so geil. Es rammt halt so ein bisschen. Aber nicht sehr gut. Nur, wir haben keinen Mark of the Vampire bekommen. Ja, damit sind die Souls auch schon wieder gar nicht so spielbar, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Na gut, aber wir haben jetzt nicht viele Optionen. Was macht das so? Wir Haben können so den einen spielen. 4-4 Flieger. Ja, I agree. Ich meine, haben wir, können wir theoretisch? Nee, ne? Wir haben zwei Vampires. Och, eigentlich müssten wir noch irgendwo ein Vampire herzaubern. Nee. Spielen wir das da? Aber dann müsste man auf den Tormentor spielen. Der Turm ist doch crap, ne? Wahrscheinlich. Nee, schon okay. Dann würde ich, also ich würde eher erst den Tormentor als das Mord spielen. Raiders Wake. Nee. Hey, wir können das spielen. Okay, also. At Basic Lands. Definitiv nur ein Mountain. So haben wir 6, 8 blau und 9 schwarz. Ja, oder haben wir eine Karte zu viel? Achso, ich bin 18. Nee, das wollen wir nicht. Das heißt, wir nehmen den Swamp raus, oder was? Weil wir das für Swamp haben. Wir haben schon wesentlich mehr Schwarz als Blau und wir haben auch Walk the Plank. Na gut, aber wir haben auch Waterlodge. Aber wir haben auch Golden Mice. Wir können auch den da spielen. Der ist nicht Uiuiuiui. Premium, Was aber drehst du mir denn hier schon wieder an? ich sehe, du hast noch nie dich ordentlich verteidigen müssen. Ich meine, so ist das Mana auch nicht so super schlimm. Wir haben ja ein paar Filtereffekte. Alright.��િștiinț △².//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